Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Dungeons 4. In der letzten Episode waren wir auf der Suche nach der Taria. Spoiler-Alarm, wir haben sie nicht gefunden. Ich bin mal gespannt, ob wir sie in dieser Episode finden werden. Wir hatten ja unseren ersten Dungeon schon gebaut, waren da mit kleinen Horde-Kreaturen unterwegs, mit Orks und Imps und Gnomen und Nagas und haben einen dicken Zwergenhammer zerstört. Viel mehr haben wir nicht geschafft. So, wir springen mal direkt in die dritte Mission. Die Höllenwälder. Talia wurde von ihrem Stiefbruder Tristan tiefer in die Lande verschleppt. Sie passierten die Höllenwälder, eine Brutstätte der Dämonen. Eine Brutstätte der Dämonen. So, was müssen wir machen für die Erfolge? Wir müssen das einfach abschließen, das bekomme ich hin. Besitzt ein Arcanium mit mindestens 100% Effizienz. Das sollte auch möglich sein. Heißt Arcanium bauen mit Tür dran, fertig. Und wir müssen 20 Helden mit Zaubern töten. Okay, das heißt, wir zaubern jetzt auch. Ich erinnere mich aus dem dritten Teil, man konnte zaubern. Im Untergrund der Höllenwälder machte sich Talias Stiefbruder Tristan an den Überresten eines vergessen geglaubten Dungeons zu schaffen. Doch die Schergen des dämonischen Bösen waren ihm dicht auf den Fersen und schlugen sich ebenfalls durch den Untergrund. Tristan blieb nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten. Meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der... Tristan, du nichtsnutziger Schwachkopf! Kannst du nicht endlich mal die Klappe halten? Oder dir endlich mal eine andere Rede ausdenken? Das ist so... Hey! Hey, sind das meine Armeen des Bösen? Hierher! Holt mich hier raus, damit ich meinem Stiefbruder höchstpersönlich in den Hintern treten kann! Los, macht sie fertig! Gebt ihnen den Rest! Drückt ihnen eine vom Verfallsdatum her abgelaufene Torte ins Gesicht! Niemals! Die Macht der Magie durchströmt mich! Eine magische Barriere wird diese Kreaturen in Schach halten! Tatsächlich schien dieser Tristan etwas von Magie zu verstehen. Seine magische Barriere war für herkömmliche Angriffe undurchdringbar. Bei Magie allerdings sah die Sache anders aus. Das spruchbuchwälzende Böse machte sich flugs im Untergrund daran, dieses Problem anzugehen. Damit das nach Mana lechzende Böse auf Magie zurückgreifen konnte, musste es sich zunächst mit den Dämonen auseinandersetzen. Es ergab durchaus Sinn, einen Vortex errichten zu lassen, um dämonische Kreaturen unterbringen zu können. Okay, und da sind wir. Endlich geht es hier weiter. Ich muss hier einen Vortex anscheinend ausheben. Und ich habe ihn schon gesehen eben. Hier ist ganz, ganz viel Mana und das ist ein Arcanium. Okay, Arcanium ist dafür da, Mana zu sammeln. Der Untergrund war stellenweise durchzogen von Mana. Ja, sag ich doch. Abgegraben konnte dieses genutzt werden, um Zauber zu wirken. Das Mana-süchtige Böse wollte dies schnellstmöglich ausprobieren. Genau, das probiere ich jetzt auch aus. Ich sammle jetzt hier das Mana ein und dann wird das hier in diesem Arcanium gesammelt und dann kann ich das anscheinend für Zauber benutzen. So, ich werde dann hier mal den kompletten Bereich zu einem Arcanium machen. Und irgendwie dauert mir das echt lang schon wieder. Die sind ein bisschen langsam, die Kollegen. Kann ich direkt das hier aufwerten? Natürlich. Und da habe ich schon viel, viel mehr Schnatterlinge. Womit das deutlich schneller alles gehen sollte. So, das sieht schon gut aus. Genau, dann kann ich irgendwann hier diesen Mana-Schrein hinsetzen. Und dann kommen die kleinen Schnatterlinge einher und produzieren am Mana-Schrein im Arcanium Mana. Das ist ein bisschen anders gelöst als im dritten Teil. Da hatte man ja Dämonen, die an dem Mana-Schrein das Mana erzeugen mussten. Das war ein bisschen blöd, denn du hast ja die Dämonen dann eigentlich benutzt, um an der Oberfläche zu kämpfen. Und wenn die an der Oberfläche kämpfen, können die halt im Untergrund kein Mana erzeugen. Das heißt, im Laufe des Kampfes ging ja irgendwann das Mana aus. Ein bisschen blöd. Das ist jetzt hier um einiges besser gelöst, weil das die Schnatterlinge machen. Wir müssen den Vortex erforschen, genau. Der ist hier drüben. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, muss ich den hier reinsetzen. So, mir fehlt ein bisschen Gold. Ich brauche 1000 insgesamt.
Das macht aber gar nichts. Ich kann ihn ja schon mal hinsetzen. Genau. Und dann sollte ich vielleicht schon mal anfangen, ein bisschen mehr zu graben. So, das Ding hier können wir größer machen, die Schatzkammer. Das Räume errichtende Böse hatte einen Vortex bauen lassen. Dort fanden angeheuerte Dämonen einen Unterschlupf und warteten nach einem unvorhergesehenen Ableben darauf, gegen Bösartigkeit wiederbelebt zu werden. So, dann muss ich hier noch ran. Okay, er hat eben gesagt, die Dämonen leben in dem Vortex. Das ist so ähnlich wie das Versteck für die Orks. Und anders als die Orks können halt die Dämonen nicht wirklich sterben. Die Leichen werden halt hierhin transportiert. Und dann kann ich meine Bösartigkeit nutzen, um die wiederzubeleben. Das ist ziemlich cool. Das heißt, die verlieren dadurch auch zwangsläufig ihre Erfahrung nicht. Coole Sache. So, das hier vergrößern wir mal. So, wie schaut es hier aus? Ich habe hier eben gesehen beim Ausgraben, dass da dann wahrscheinlich eine Schatzkammer hin kann. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Kann man hier noch nach links gehen? Haltet Stand! Es mag ein Tag kommen, an dem der Mut uns verlässt, aber das ist nicht dieser Tag. An diesem Tag kämpfen wir. Bei allem, was euch lieb und teuer ist auf dieser guten Erde, rufe ich euch auf, standzuhalten. Brüder des Königreichs, lasst uns den Dungeon in Schutt und Asche legen. Vorwärts! Ich werde wohl angegriffen. Das habe ich so ähnlich schon mal gehört. Das tut nichts zur Sache. Diese Worte haben meine Männer inspiriert. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Aber schwächer als eine hordische Streitaxt. Nur schade, dass ich bei dem Spektakel nicht dabei sein kann, sondern in deinem dämlichen Käfig stecke. So, die ersten Gegner sind da. Die rennen hier schön durch das Mana, finde ich gut. Damit nehmen die halt auch Schaden. Was haben wir hier? Da ist ganz viel Gold. Oh, okay. Da sind 4 Goldadern. Finde ich gut. Das Gold hier nehme ich auch mal mit. Mein Plan ist ein bisschen, die hier ein bisschen entlang schlängeln zu lassen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Und den Weg mit Fallen zu bestücken, damit die auf keinen Fall bis zu meinem Dungeon-Herz kommen. So, reicht das hier aus? Reichen meine Dämonen aus, um den Gegner zu besiegen? Sieht gut aus. Da läuft ein Baum. Da läuft ein Baum durch meinen Dungeon. So etwas. Ja. Geh mal weg da. Sehr schön. Okay, so. Dann buddeln wir hier mal weiter. Schön das Gold einsammeln. So, das Arbeitsgerät muss fertig gebaut werden. Ach so, hier oben dieses Dingens. Vielleicht macht es absolut Sinn, mal eine Werkstatt zu bauen. Die muss ich noch erforschen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wie ging denn das? Hier. Genau. Dann hätten wir hier die Werkstatt. Genau. Ich glaube, ich setze sie einfach hier hin. Die kann man noch deutlich größer machen. So, dann kann man auch gleich noch das ganze Mana einsammeln. Die Werkstatt brauche ich ja eh und ich brauche dann irgendwann auch noch Gurus. Wurde im Dungeon aufgedeckt. Setzen wir mal hier hin. Genau. Türen im Dungeon sorgten nicht für weniger Zugluft, sondern konnten Helden und andere Feinde kurzzeitig aufhalten. Zudem steigerten sie die Effizienz von Räumen. Es machte also Sinn, einen Produktionsraum mit einer Tür abzuschließen. Ein Produktionsraum mit einer Tür abzuschließen. Ja, genau. Ich muss ja ohnehin. Habe ich den Türen schon erforscht? Nee, habe ich natürlich noch nicht. Ich muss ja ohnehin ein für das Arcanium Achievement. War von den Schnodderlingen des nicht Hogwash besucht habenden Bösen errichtet worden. Sollte einer dieser possierlichen Arbeiter die Zeit finden, würde hier fortan Mana hergestellt werden. Ja, ich muss eigentlich für das Achievement das Arcanium auf 100% Effektivität bringen. Und das geht halt nur mit einer Tür. Habe ich somit jetzt in Auftrag gegeben. Oh, das ist aber viel Gold. Das ist aber viel Gold da oben. Setzen wir mal hier so etwas hin.
Und dann überlege ich mal, wie bekomme ich denn die Kollegen hier am besten entlang geschlängelt? Was haben wir hier? Hier haben wir auch einen Weg. Den würde ich mal zuschütten. Dann würde ich glaube, ich schütte auch diesen Bereich zu, weil dann müssen die schön durch das Lava laufen. Die müssen ja hier nach links. Und hier versuche ich mal einen separaten Weg hinzusetzen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. So. Das ist natürlich ungünstig mit dem Lava da. Ja, machen wir das genau so. Das da weg. Genau, mein Ziel ist, dass die Gegner hier langlaufen. Durch das Lava durch, hier hin und dann hier halt wieder zurück. Dann kann ich hier wunderbar Fallen hinstellen. Genau, dann laufen die da entlang. Das ist halt ein bisschen schwierig mit dem Lava da. Ich glaube, das funktioniert so. Genau. Hier einmal so. Dann kann ich die ja sogar hier durch das Lava schicken. Genau. Genau, die laufen hier lang, hier rein, hier rum. Überall dann Fallen, dann hier in das Lava. In das Lava, in die Lava. Und dann hätte ich die gerne auf der anderen Seite. Genau, ich kann die ja hier rüber schicken. Na, die laufen halt nicht da hinten lang. Wie mache ich denn das am dümmsten? Ich die hier durchschicken? Ja, das geht. Das geht, das geht. Pass mal auf, wir machen das so. Dann schicken wir das hier wieder zu. Und öffnen das. Dann geht es da durch. Hier entlang. Genau. Hier unten lang. Dann laufen die. Ja, das geht so. Das geht so. Ich glaube, das geht so. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Ich glaube, das passt so wie das jetzt eingezeichnet ist, passt das. So, lassen wir mal die Schnatterlinge buddeln und kümmern uns mal hier weiter um den Dungeon. Ist das viel Gold, das gefällt mir. So, was muss ich denn hier machen? Was blinkt da denn? Ach ja, die Guru-Farm. Die haben Hunger. Das ist gut möglich. Die wollte ich ja eh hier hinsetzen. Hatte ich ja schon ausgegraben. Kann ich auch hier eine Tür hinsetzen. Hierhin eine Tür und dahin eine Tür. Die Werkstatt habe ich komplett vergessen. Da rede ich hier die ganze Zeit von tollen Fallen, die ich setzen möchte und habe noch nicht mal irgendeine Maschinerie, um die Werkzeugkisten zu produzieren. Ganz großes Kino. Sieht gut aus. Ich glaube, dann kann ich sogar hier einen Durchbruch machen. In den Vortex hinein. Dann machen wir den hier auch noch größer. Und hier noch einen Durchbruch. Und da kommt dann eine Tür hin. Ich will mir noch schnell das Gold schnappen. Das ist aber viel Gold hier. Da wieder zu. Auch zu. Auch dazu. Habe ich gesagt, komm mal eine Tür hin. Hier kommt eine Tür. Fast. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zu viel. Da wieder zu. So ist das gut. Ja.
Wir haben hier Feinde. Genau, die rennen jetzt wunderbar durch die Lava. Haben schon ordentlich Schaden genommen. Watschen jetzt hier durch. Da kommen dann ganz viele Fallen hin. Dann hier quer durch die Lava. Und dann hier durch die Lava. Das sieht gut aus. Theoretisch hätte ich die auch hier runterlaufen lassen können. Ja, ist egal. Das ist egal. Also ich nehme meine ganzen Dämonen, setze die da hin und dann könnt ihr die da abschießen. Soweit sieht das ganz gut aus, ja. Das sieht auch gut aus, das sieht gut aus. Hier können wir jetzt den Vortex endlich beenden. Hier eine Tür rein, da eine Tür rein, fertig. Hier ganz viel Gold und Mana. Und graben wir mal ganz nach hinten. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Ein neuer Bereich, okay. Ding-Dong, es ist Zahltag. Ding-Dong, es ist Zahltag. Das ist toll für dich. Was war hier eben? Nice. Huch. Oh, das wollte ich so nicht. Endlich hier rüber. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Hier ist dann garantiert auch wieder irgendwie wie Lama oder eine Pütze sogar. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, das läuft. Gogos laufen auch. Die Kollegen sind glücklich. Kann ich hier... Gibt es noch mehr Kreaturen? Was macht denn jener hier, der Glotzer? Glotzer sind fliegende Augendämonen, die aus markenschutzrechtlichen Gründen Dinge lieber anglotzen, als sie zu betrachten. Okay, was machen die? Was ist an denen so besonders? Ich schalte die mal frei, aber irgendwie... Sehe ich das hier vielleicht? Ah ja, sind Fernkämpfer mit Feuerschaden, verlangsamt Gegner. Eine erste Tür zierte nun den Dungeon. Das grandiose Böse erhöhte damit nicht nur die Effizienz von Räumen oder hielt Feinde kurzfristig auf, sondern es konnte auch Türen abschließen, um Bereiche für seine Untergebenen abzuriegeln. Okay, zurück zum Glotzer. Der macht das Ziel auch anfällig gegenüber Feuerschaden. Das ist ziemlich gut, weil meine Imps oder die Feurigen, ja, die Feurigen, die schießen ja mit Feuer. Wie der Name schon so sagt. Und wenn die Gegner dann anfällig gegenüber Feuer sind, ist das ziemlich gut. Zauber! Oh, ich kann jetzt zaubern. Das galante Böse hatte nun Zugriff auf einige Zauber bekommen. Mit Ressourcen erschaffen etwa, konnten wie aus dem Nichts schnell Kisten oder Gurus erschaffen werden. Seinem kindlichen Gemüt entsprechend probierte das amüsierte Böse dies sofort aus. Machen wir mal. Die Augen des kindlichen Bösen glühten vor Freude, als es erfolgreich den Zauber Ressourcen erschaffen angewandt hatte. So würden sich die Vorräte auch ohne vernünftige Produktion füllen lassen. Ein Schnodderling machte sich im Arcanium daran, Mana zu erschaffen und dies dem Zaubersprüche schwingenden Bösen zur Verfügung zu stellen. Das finde ich richtig gut, dass das die Schnodderlinge mittlerweile machen. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Dämonisches Portal. Okay, das kennen wir schon aus dem letzten Teil. Da kann ich an der Oberfläche ein Portal erzeugen. Und wenn ich das benutze, können die Kreaturen von mir da durchwatschen und direkt zurück zum Dungeon-Herz kommen. Das heißt, ich muss da oben nicht immer zum Eingang zurück von meinem Dungeon laufen. Das ist ziemlich cool. Ressourcen erschaffen haben wir eben schon benutzt. Ich habe hier Kisten hergestellt. Ich will mal schauen, geht das auch mit Gurus? Das geht auch mit Gurus. Okay, aus dem Nichts entstehen hier Gurus. Tolle Sache. Verlangsamen die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit aller gegnerischen Einheiten.
wird verlangsamt. Sehr schön. Dornenaura. Alle eigenen Kreaturen bekommen eine Dornenaura. Okay, das heißt, wenn ich angegriffen werde, mache ich Dornenschaden. Sehr toll. Und dann haben wir hier Fledermausschwarm. Ein Schwarm von Fledermäusen flattert heran, unabhängig davon, ob Tag oder Nacht ist, und fügt allen Gegnern im Wirkungsbereich Schaden pro Sekunde zu. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Während sie gleichzeitig verlangsamt werden. Okay, das ist auch ziemlich cool. So, da sind die nächsten Feinde. Ich werde mal hier oben mit Fallen arbeiten. Habe ich die schon freigeschalten? Die habe ich noch nicht freigeschalten. Sollte ich mal machen. So, dann mache ich hier mal so etwas hin. Und noch so etwas. Und dann kann ich ja hier diesen Schubser nehmen und die Gegner in die Lava schubsen. Genau. Denn da steht ja... Genau, alle vom Schubser betroffenen Gegner werden vom Schubser weg bis zu 3 Meter Felder in gerader Linie geschleudert und zu Boden geworfen. Der Schubser richtet keinen Schaden an, betäubt Helden aber. Das heißt, die werden richtig weit in die Lava geschossen und sind dann betäubt und nehmen richtig böse Schaden. So, ich sollte jetzt hier langsam mal Einheiten hinschicken, damit die Gegner da bekämpfen. Und während die das machen, ziere ich meine Dungeon weiter mit Fallen. So. Und so. Kann das hier rein? Nein, kann es nicht. Aber da kann es hin. So, wenn ich die da mit den Sägeblättern malträtiere, kann ich die auch hier verlangsamen. Das ist gut. Hier dann wieder das Ding hin. So etwas. So etwas. Hier vielleicht noch ein Schubser. Na, das geht nicht. Zahltag. Hier vielleicht. Schieße ich die wieder zurück. Klingt nach einem Plan. Genau, dafür sorgen, dass sie nicht so weit kommen und immer wieder zurückgeschossen werden. Das klingt gut. Oh, hier kann ja auch einer hin. Schauen wir mal, ob das reicht. Das war jetzt natürlich furchtbar teuer. Das heißt, ich werde jetzt für ein Weilchen Goldprobleme haben. Das macht aber gar nichts, denn hier ist ja überall Gold. Ich muss es nur einsammeln. Oh, schau mal hier, das ist richtig viel. Da ist sogar eine Goldader. Perfekt. Kann ich mich hier noch weiter mich durch den Dungeon graben? Vielleicht finde ich da noch irgendetwas Tolles. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Zum Beispiel einen neuen Bereich, genau. So. Genau, das sieht gut aus. Hier unten vielleicht noch ein bisschen graben. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. So, ich habe hier wahnsinnig viel Mana. Das heißt, ich kann hier wunderbar dieses Gold erschaffen. Habe ich jetzt eigentlich diese Klotzer erzeugt? Nein, habe ich nicht. Nein, nein. Wollte ich aber. Jetzt habe ich einen. Hier oben hin muss ein... So etwas. Eine Schatzkammer, genau. Perfekt. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Kann man hier vielleicht noch nach rechts gehen? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich irgendwo noch eine Goldader finde.
So, was machen die Fallen? Okay, hier sind schon einige. Der Schubser ist auch da. Da bin ich echt gespannt, wenn dann die ersten Helden hier reinkommen. Ob die schon allein durch das Lama dann getötet werden. Das ist der große Plan. Dann können wir auch hier noch reingraben. Und hier vielleicht darüber gehen. Ja. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Das ist richtig viel Mana hier. Vielleicht soll ich tatsächlich mein Arcanium vergrößern. Weil das einfach mal voll ist. Kann ich das leveln? Nee, kann ich nicht. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich das nicht kann. So, das bekomme ich auch nicht wirklich vergrößert, das Arcanium. Aber dann kann ich ja einfach... Ich kann doch hier wunderbar ein Arcanium hinbauen. Ja, mach das mal. Einfach nur, um die vielen Mana-Kugeln zu sammeln. Ich habe hier auch noch einen großen Bereich, wo ich das machen könnte. Genau. Machen wir mal so. Hier das Arcanium hin. Eine Tür, dahin, eine Tür, dahin, eine Tür. Sieht gut aus. Dann, damit den Schnodderling nicht langweilig ist, hier auch noch so ein Mana-Schrein. Hier drüben dann das Gleiche. Na, passt noch nicht. Der passt noch nicht ganz. Jetzt passt er. Zahltag. Zahltag, sagt er. Oh, diese 4000 Kugeln überall. Rein da. Die passen nicht rein. Okay. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Feinde. So, jetzt bin ich gespannt. Die werden jetzt garantiert nach rechts geschossen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Da taucht aber rein. Ja, die Priesterin stirbt. Das heißt, sie kann nie mehr heilen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gefällt mir. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt läuft er zurück. Bin ich auch gut. Lasst euch ruhig Zeit. Lasst euch Zeit. Bin ich gut. Jetzt rennt ihr hier durch die Stacheln. Und werden hier verlangsamt durch den Schleim und malträtiert durch die Kettensägen. Ich bin ziemlich sicher, die fallen jetzt gleich um. Na, oder noch nicht. Komm, ich helfe mal hier nach mit Fledermäusen. Und da sind sie tot. Perfekt. Ich muss ja ohnehin einige Gegner mit Zaubern töten. Haben wir hier noch? Schau dir mal das viele Gold an. Gold überall. Das sieht ein bisschen komisch aus, was ich hier gemacht habe. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Aber dennoch, Effektivität 100%. Anscheinend brauchen die Dinger gar keine Türen. Die Schatzkammern. Oh, Effektivität 150%. Okay, die brauchen anscheinend doch Türen. Dann setzen wir doch hier eine Tür hin und machen hier so etwas. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Okay. Goldader ist fast erschöpft. Ist okay, gar kein Problem. Setzen hier mal noch so einen dazu. Kann ich euch verstärken? Nein, kann ich nicht. Was schadet es denn? Ich habe keine Bösartigkeit und Gold habe ich auch keine. Okay. So, das hier unten, das sieht furchtbar aus. Das sollte ich mal noch komplettieren. So. Hier genau das gleiche. Hier muss noch eine Tür rein. Drüben auch. Funktioniert hat.
Können wir hier vielleicht direkt noch durchgraben? Mach mal ein bisschen schneller, Kollege. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Schauen wir mal. Noch mehr Mana, okay. Finde ich gut. Kann ich denn eigentlich Bösartigkeit hier beizaubern? Wo war denn der Raum? Der Raum ist der Käse. Ach, Bösartigkeit geht nicht. Okay, Gold geht und Gurus geht, Kisten geht, alles geht, aber Bösartigkeit geht nicht. Gut. Dann Gold. Ach, wurde direkt benutzt, auch nicht schlecht. Hier sollte noch eine Tür. Ja, dann passt das. So, sobald ich genügend Geld zusammen habe, um hier noch einen Imp oder einen Vorigen herzustellen, ich weiß gar nicht, was ich nehme, sind beides Fernkämpfer. Ah ja, die Imps sind das mit der extrem hohen Reichweite. Dann noch einen Imp. Sobald ich das geschafft habe, werde ich an die Oberfläche gehen und da mal ein bisschen schauen, wo denn die Talia hin ist. Die suchen wir ja immer noch. Oh, hier ist eine Goldader. Perfekt. Dann sammeln wir das hier so ein. Kann ich das hier zukippen vielleicht? Hier eine Tür hin. Da eine Tür hin. Da eine Tür. Ja, sieht gut aus. Tür, 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 Tür. Ach, das sind sogar 4 Goldadern. Sehr schön. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Mach mal schneller hier, Kollege. Ein bisschen langsam heute. Feinde sind im Dungeon. Feinde sind im Dungeon. Da schaue ich doch gleich mal, wie weit die Kollegen kommen. Ach, schau mal, ich kann hier sogar verlangsamen. Das gefällt mir. Fledermäuse drauf. Ja, die kommen nicht weit. Die kommen definitiv nicht weit. Das sieht sehr gut aus. Das hier sieht auch gut aus. Ne? Zumindest fast. Das hier schütten wir zu. Das holen wir uns noch. Haben wir hier mal noch. Da noch irgendetwas sich versteckt. Ich glaube es aber nicht. So, der einzige dunkle Bereich ist jetzt dieser hier noch. Dann graben wir ihn doch mal aus. So, sehr schön. Boah, ist das viel Mana. Gefällt mir. So, da habe ich auch genügend Geld. Jetzt kann ich endlich den letzten Imp hinzufügen. Kann ich hier noch ein bisschen upgraden? Kann ich nicht. Es fehlt einfach an Bösartigkeit. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Oberfläche und suchen die Talia. Auf geht es. So, hier links sind Gegner. Kann ich die direkt nerven? Mit Fledermäusen? Kann ich. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Ja, die fallen alle ruckzuck um. Perfekt. Dann schauen wir nochmal in den Dungeon. Wie weit sind die Fallen? Die Fallen sind fertig. Perfekt. Die Fallen sind fertig. Ja, sehr schön. Haben wir hier irgendetwas Tolles gefunden? Na, nicht wirklich. Ne. Keine weitere Goldader. Ja, dann ist das so. Ich glaube, das reicht auch mit den Goldadern. Die Kollegen hier noch verbessern. Dämonen regenerieren sich schneller. Okay. Klingt gut. Da sind Kisten. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Na, hier vorne noch die Kisten. Nach Norden geht es nicht, das heißt, ich muss hier nach rechts. Gehen wir hier mal lang. Das verwöhnte Böse hatte ein paar verirrte Dämonen entdeckt, die sich nur allzu bereitwillig seiner dunklen Armee anschlossen. Allerdings steckten diese in einer ungünstigen Position fest. Das ratlose Böse überlegte, wie es das anstellen sollte. Genau, ich habe jetzt hier dieses dämonische Portal freigeschalten, das hatte ich ja vorhin ganz kurz erwähnt. Setzen wir da hin, dann nehme ich jetzt diese Viechters. Die gehen das da durch, sind am Dungeon hatte es mittels eines Zaubers geschafft, die versprengten Dämonen sicher zurück in den Dungeon zu bringen. Jetzt nehme ich die drei Kollegen und setze sie hier an den Ausgang. Dann sind die mit hier oben. Und dann können die hier mit angreifen. Genau. So hey, der Plan. Trister. Lieblings, weil einziger Stiefbruder. Siehst du meine Truppen da drüben aufmarschieren? Ich denke, die werden kurzen Prozess mit dir machen. Freu dich nicht zu früh, Stiefschwester. Meine Barriere und meine Männer werden sie aufhalten. Wir haben das, was wir hier wollten, und werden schon bald wieder unterwegs sein. Kreatur, holt mich endlich hier raus, verdammt nochmal. Ja, ja, bin unterwegs. Los, bewegt euch, rettet mich, befreit mich, unterschreibt Petitionen, die meine Freilassung fordern. Wir haben hier eine Heldenstatue. Die mache ich doch gern kaputt. Hat das jetzt irgendetwas gebracht, außer diese Bösartigkeit? Ich glaube nicht. Macht nichts. Nehme ich mit. Was haben wir denn da? Ein arkaner Riss. Gehen wir mal da hin. Ganz in der Nähe der Armeen des absurden Bösen war ein arkaner Riss aufgetaucht. Diese magischen Anomalien waren in der Gegend keine Seltenheit und versprachen demjenigen große Macht, der sie zu nutzen wusste. Die Kreaturen kannten nur eine Art und Weise, damit umzugehen. Das verbösifizierende Böse hatte einen arkanen Riss eingenommen. Neue Macht durchströmte es und gab ihm die Möglichkeit, nun auf den Zauber Meteorregen zurückzugreifen. Oh. Praktischerweise befand sich in der Nähe eine Gruppe von Helden, die dankbare Ziele dafür waren. Ja, die nehme ich da gern. Wenn man drauf da. Holla, die Waldfee, das hat aber reingedonnert. Und das hat einen Cooldown von. Wie viel war das jetzt? 15 Sekunden nur? Das ist gar nichts. Treffe ich beide? Nein, nicht wirklich. So, dann habe ich gesehen, hier oben sind auch noch welche. Komm, wir schießen die alle ab. Die Macht der arkanen Risse konnte nun vom zaubernden Bösen eingesetzt werden. So, wunderbar. Kann ich denn jetzt das hier verbessern? Ja. Wird nur noch diese eine Verzauberung hier. Also die eine Forschung. Auch das 200 Macht. Die sollte ich da auch bald zusammen haben.
Oh, da sind noch mehr Gegner. Drauf da. Ja, und ihr seht ja, so viel wie ich hier zauber, das ist halt tatsächlich auch teuer, so ein Zauber, ja. 400 Mana, das ist eine Menge. Und das heißt, so peu à peu würde mein Arcanium leer werden und kein Mana mehr beinhalten. Und genau dafür rennen dann halt hier die Imps zu diesem... Ach, schau mal, die sind sogar am Arbeiten. Die haben aber einen lustigen Hut auf. Ja, der wälzt jetzt dieses Zauberbuch und erzeugt Mana. Macht er sehr gut. Ja, und im dritten Teil waren das halt... haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ja, ja, ist okay. Im dritten Teil waren das halt die Dämonen, die das Mana heraufbeschwören mussten an diesen Mana-Schreinen. Und das war ziemlich blöd. Ja, bist halt oben mit Dämonen umhergelaufen, hast die Gegner besiegt und bin drin, hast du kein Mana mehr und musst erstmal nach Hause gehen. Das ist eine richtig gute Änderung, die sie hier gemacht haben. So, dann haben wir hier noch Gegner. Komm, die schießen mir auch noch weg. So, da müsste ich doch auch bald dieses eine Achievement beisammen haben, das da sagte, töte doch bitte 10 Gegner mit Zaubern. Da hat ja schon so viel umgekloppt. So, was haben wir hier? Den Rand der Karte. Sehr schön. Zahltag. Da ist die Welt zu Ende. Sie ist doch eine Scheibe. Sehen wir hier. Und jetzt kann ich auch die letzte Forschung freischalten. Hier oben die Dinger habe ich, ja. Okay. Damit ist alles erforscht. Talia, oh, ist noch sowas. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du das alles getan hast. Waren wir nicht wie eine Familie für dich? Ich wurde ständig beleidigt und gedemütigt. Ist das eine Familie? Die Armee des gnadenlosen Bösen hatte die magische Barriere erreicht. Ein Zauber würde diese hinfortfegen. Ah ja, ich kann ihn nicht angreifen, aber wir hatten ja im Intro schon gesehen. Ich muss wohl dagegen während zaubern. Während sich das Crucio-sprechende Böse einen Weg durch die magische Barriere gebahnt hatte, waren Talia und Tristan weiter auf dem Weg. Tristan, geliebter Bruder, wärst du so freundlich, diese Käfigtür für mich zu öffnen? Es ist doch nicht nötig, dass wir uns streiten. Stiefbruder! Und ich kann dir nicht einfach verzeihen, dass du unseren Ziehvater erschlagen hast. Geschweige denn die Hälfte der guten Bevölkerung des Landes. Nur die Hälfte? Ich meine, das ist einfach irgendwie so passiert. Ich weiß auch nicht genau, wie das alles so schief gehen konnte. Du hast Thanos' Kopf auf einen Speer gesteckt. Er hatte es verdammt nochmal verdient. Immer wieder musste ich mich von ihm und seinen Handlangern beleidigen lassen. Nur aufgrund meiner Herkunft. Als wenn alle Dunkelelfen böse wären. Du hast hunderte von Helden umgebracht, Vaters Gefährten getötet und Vaters Kopf auf einen Speer gesteckt. Die haben mich dazu gebracht. Die Gesellschaft ist schuld. Die Gesellschaft ist schuld, genau. So, hier war eben noch ein Katapult. Das habe ich schön mit dem Meteor abgeschossen. Da kommen noch mehr Kollegen. Die schießen mir ab. Ledermäuse drauf. Ich wollte ja hier ohnehin nach rechts, weil da dieser Arcaneris ist. Den will ich unbedingt haben. Und dann bekomme ich garantiert die restlichen Zauber reingeschalten. Sobald ich das Ding abgeschossen habe. Ich kann hier in der Zwischenzeit die Kollegen da abschießen. Das magiewirkende Böse hatte einen arkanen Riss erobert. Mit dieser erbeuteten Macht konnte es nun den Zauber Mana-Schild nutzen. So, was haben wir jetzt? Dornenschlag kann ich noch nicht. Benötigt Forschung. Ich kann hier nichts erforschen.
Aber Mana-Schild habe ich. Im Wirkungsbereich von 8 Meter erhalten alle Kreaturen ein Mana-Schild mit einer Lebensenergie von 250. Der Mana-Schild zieht eingehenden Schaden ab. Gleichzeitig reduziert sich die Lebensenergie des Mana-Schilds um 2 pro Sekunde. Okay, das heißt, meine Kreaturen nehmen keinen Schaden, sondern... Ich sehe es jetzt wirklich ein. Ich habe mich falsch verhalten. Wenn du mich jetzt rauslässt, gelobe ich mich zu bessern. Wirklich? Natürlich nicht, du Schwachkopf. Ich würde dir einen Hosenzieher verpassen, wie ich ihn dir in unserer gemeinsamen Kindheit noch nicht verpasst habe. Du würdest deinen Enkel noch davon erzählen. Vorausgesetzt, dass du dann überhaupt noch Kinder und Enkel haben kannst. So. Nehmen wir noch die Kisten damit. Oh, hier sind auch noch welche. Ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass ich da noch irgendetwas Tolles finde in den Kisten, aber schießen sie dann noch ab. Da ist noch so eine Heldenstatue. In der Zwischenzeit schauen wir mal hier unten, ob hier irgendetwas passiert. Ne, das sieht alles gut aus. Das Arcanium ist immer noch voll mit Mana. Und hier liegen immer noch diese Bubbles überall umher. Das ist Wahnsinn. Da ist noch was. Nehme ich mit. So, der Schrein ist Geschichte. Dann gehen wir mal hier weiter nach links. Ich habe was übersehen. Das ist nur eine Bösartigkeit. Ja, habe ich genug. So, laufe ich hier richtig nach unten? Hier rüber? Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich muss hier entlang. Ja. Ein neuer Bereich wurde... Talia, ich wünschte, du würdest dich wieder eines Besseren besinnen. Erinnere dich zurück an unsere Kindheit, als wir zusammen am Bach spielten. Und du mich hineingeworfen hast? Du hattest mir davor ein Bienennest auf den Kopf fallen lassen. Stimmt. Ich erinnere mich, wie dein Kopf angeschwollen ist wie eine Melone. Ich habe hier einen Edelstein gefunden. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Muss er hier rein? Bringt das was? Ups. So, plötzlich voll. Oh, wurde der eben verkauft? Ich glaube, der wurde eben verkauft. Ich habe ihn hier reingeschmissen und wurde verkauft. Und ich habe plötzlich 30.000 Gold. Wie viel hatte ich denn vorher? Ich glaube, keine 30.000. Das ist krass. Okay. Gut zu wissen. Edelsteine in die Schatzkammer, dann bist du reich. Mich stört das so ein bisschen, dass ich hier so wenig Einheiten hatte. In der letzten Mission hatte ich richtig viele. Das wirkt ein bisschen wenig. Also die sind zwar furchtbar stark. Also gerade hier hinten diese Imps, die da in zweiter Reihe stehen. Also ich habe auch schon im dritten Teil von Dungeons extrem gern diese Imps benutzt, weil die so weit weg stehen, dass sie nie Schaden einstecken müssen. Tolle Sache, so ein Imp. Ich kann ja den hier vorne eigentlich das Mana-Schild geben. Gut, jetzt sind die Gegner tot. Das war ein bisschen unnötig. Kann es sein, dass eben einer meiner Imps gestorben ist? Also ich hatte ja eben den Okea-Cox oder so. In der Art hieß er und er hatte ganz wenig HP. Ach, schau mal, hier ist er doch. Genau, der ist tatsächlich gestorben. Wupsi, bleib mal hier. Bleib mal weiterbelebt. Genau, der ist jetzt hier und benutzt Bösartigkeit, um sich wiederzubeleben. Und ich gehe mal davon aus, jetzt habe ich ihn wieder in der Hand. Gehen wir ganz stark davon aus, dass er... Schmetterlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ja, ist okay. Ich gehe davon aus, dass er sein Level, ich glaube 3 war es, mindestens Stufe 2,
behalten wird, denn er wird ja wiederbelebt, genau. So, gehen wir mal hier nach links. Schau mal, das ist noch ein Arcanaris. Mal schauen, welche Zauber ich jetzt hier freischalte damit. Das zauberwütige Böse hatte einen arkanen Riss an sich gerissen. Mit neu gewonnener Magie konnte es nun per Zauber den Fürsten der Hölle herbeirufen. Der Fürst der Hölle. Donnerschlag, Magmawand, Fürst der Hölle. Beschwört den Fürsten der Hölle als dämonische Einheit herauf, der dem Befehl des Spielers gehorcht. Dieser verbraucht alle 60 Sekunden 200 Mana. Was? Der verbraucht kontinuierlich Mana, okay? Und verschwindet, wenn nicht genug Mana vorhanden ist. Also das heißt, ich setze ihn hier hin und jetzt frisst der Mana jede Minute. Das ist okay, ich habe genug. Ich hoffe, der macht richtig böse Bums, dass sich das auch lohnt. Gehen wir hier rein. Mana-Schild drauf. Ja, der kämpft hier in erster Reihe, der Fürst der Hölle, oder wie hieß er? Fürst der Hölle, genau. Der hat 4000 HP, wie viel hat jener? 320, da liegen ja Welten dazwischen. 390. 280. Da sieht man ein bisschen schlecht hier unten. Weiß auf hellgrün, ganz tolle Sache. Das ist wie in der letzten Episode, weiß auf hellgelb. Ich glaube, da muss ein bisschen nachjustiert werden. So, da oben sind noch Kisten, die mache ich einfach so kaputt, genau. Das ist ausschließlich Bösartigkeit. Ich kann sie eh nicht einsammeln, okay, weil... anscheinend ist mein Raum hier voll. Ja, der ist voll. Kann ich höchstens mal vergrößern. Ich habe gerade gesehen, hier sind auch Gegner. Genau, schießen wir ab. So, Raum vergrößern. Mal schneller hier. Also ich glaube, ich brauche ja die Bösartigkeit gar nicht mehr. Also außer wenn hier mal wieder so ein Imp stirbt. Gerne zum Beispiel. Denn erforschen kann ich eh nichts mehr. Da ist noch so eine Statue. Ein paar Gegner. Ach, hier ist wieder die Barriere, die kennen wir doch von vorhin. Die Armeen des fanatischen Bösen erreichten eine weitere magische Barriere. Kann ich die da hinten angreifen? Kann ich. Das ist sogar Tristan, bekomme ich ihn getötet? Und Italia ist überfallen, ich probiere das mal. Ich meine, ich habe jetzt schon über 300 Schaden gemacht, das heißt, ich mache das hier ein paar Mal. Ja, noch ein, zweimal, dann ist das schon erledigt. So, noch einmal da drauf donnern. Aha! Ja, Talia ist befreit. Hier steht aber, sie sei tot. Das ist ein bisschen blöd. ein bisschen sehr blöd. So, der hat unheimlich viel HP, da sitze ich ja morgen noch. Na komm, ich schicke jetzt einfach die Kollegen hier. Achso, ich komme hier nicht rein. Jetzt muss ich hier warten auf den Cooldown. Kann ich noch einen Fürsten beschwören? Nö, jetzt ist er weg. Geht noch. Kann ich ihn hier drüben hinsetzen? Nein, geht auch nicht.
Ja, wirst denn du jetzt hier mal draufschießen? Dankeschön. Ist meine Armee. Zeit zu sterben für dich, Stiefbrüderchen. Los, Kreaturen, schnappt sie euch. Fegt über sie hinweg. Nicht weglaufen. Reibt ihnen scharfe Chili-Soße in die Augen. Nicht. Und befreit mich aus diesem vermaledeiten Käfig. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich... Du leierst jetzt hier aber nicht schon wieder diesen gleichen Mist runter, oder? Oder? Männer, haltet sie auf! Talia, wir müssen weiter! Ich habe kein Mana mehr. Lustig, ich will ja die Meteorschau wirken. Sonst lässt mich nicht. Jetzt habe ich wieder Mana. Ah, komm, dann machen wir mal da unten. Vielleicht sollte ich auch die komplette Armee aus... Nee, meine Armee ist tot. Was ist denn da passiert? Helden hatten den Dungeon betreten, während das brandschatzende Böse seine Armee auf der Oberwelt umherschickte. Meine Armee ist tot. Dank des Zaubers, dämonisches Portal, konnten Kreaturen sofort von der Oberwelt zurück in den Dungeon geschickt werden. Aus irgendeinem Grund sind meine Helden gerade alle gestorben. Also nicht meine Helden, sondern meine Tierchen hier. Vielleicht soll ich den Mutex noch ein bisschen erhöhen. Das kam jetzt total unerwartet. Das hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, die kommen aber auch nicht weit. Von daher passt das. Ich hätte ja mal hier ein Portal hinsetzen können. Kann ich das noch? Nee, kann ich leider nicht mehr. Ich machen sollen, bevor ich hier sterbe. Oh, das heißt, ich muss dann von ganz unten wieder nach ganz oben laufen. Na toll. Aber erstmal muss ich ja warten, bis alles wiederbelebt wird. Könnte noch ein bisschen dauern. Machen wir das noch weg. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Tja, und dann ging ich eben schon tatsächlich davon aus, dass es gleich vorbei ist. Nix da. Überhaupt nichts da. Können wir mal noch die Wand wegmachen? Wollen sie nicht. Ah ja, geht doch. Dankeschön. So, hier oben liegt immer noch ein Kollege, der UG Jakobs. Ach, den kennen wir doch. Der war doch vorhin schon mal tot. Also was heißt tot? Sagen wir betäubt. Betäubt ist er. So, das hier wird gefüllt. Das macht dir sehr gut. Das da oben ist voll. Vielleicht kann ich das hier sogar noch vergrößern. Mal ein paar mehr Kugeln einzulagern. Das macht mich gerade total, dass ich eben meine komplette Armee da verheizt habe. Aber zum Glück sind das Dämonen, die sind ja nicht weg. Die werden wiederbelebt, das dauert jetzt halt eine ganze Weile, bis die wieder da sind und noch dann geheilt sind. Dann haben die Hunger und wollen Geld haben und ja, man kennt das. So, da hätten wir das, dann setze ich immer noch so ein Dingens hin. Dann komme ich noch schneller Mana. Vielleicht auch noch eins. Ich meine, die haben ja sonst eh nichts zu tun. Gold sammeln können sie nicht, denn das Ding ist total überfüllt. Kann ich eigentlich mit Mana erzeugen? Ich muss mal testen. Das kostet mich 40. Und bringt 60. Ja, das hat funktioniert. Ein Perpetuum Mobile quasi. Tolle Sache. So, seid ihr alle jetzt geheilt? Dann gehen wir wieder raus. Da sind wir wieder. Und warte noch einmal da hoch. Dann mache ich jetzt die ganze Strecke hier wieder ringsrum.
gut, das wird ein Weilchen dauern. Kann ich nicht einfach... Na eben, ich kann hier ein Portal hinsetzen. Perfekt. Zurück, 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 zurück. Zurück. Stimmt. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Das war so nicht geplant. Dann sollte man ein bisschen schneller im Dungeon zurück. Genau, jetzt da durch. Hier raus. Was draufgeschossen, fertig. Okay, sehr schön. So funktioniert das. Nächster Versuch. Ich setze mal hier oben das Portal hin. Ein bisschen näher. Gott, so viel lebt er jetzt hier auch gar nicht mehr. Aber der Turm? Was denn, das war's? Seine Getränke auf okay. Eis genießenden Bösen hatten die lächerlichen Verteidiger von Tristan besiegt. Jubel erfüllte die Kreaturen des Bösen. Doch der körperlosen Essenz des Bösen war noch nicht nach Feiern zumute, denn Tristan selbst war entkommen und hatte Talia bei sich. Das ohne physische Gestalt verweilende Böse tat so, als ob es seufzen könnte, und nahm abermals die Verfolgung auf. Ich finde das kurios. Ich habe ja die Talia eigentlich befreit gehabt. Zumindest habe ich den Käfig zerschossen. Und ich glaube auch jetzt eben, ich hätte nur diesen einen Turm da, mit der gefühlt noch ein halbes HP hatte, vorhin abschießen müssen, dann hätte ich die Mission schon beendet gehabt. Das waren dann einfach mal 7-8 Minuten warten. Gut, dann klicken wir mal hier auf Weiter und schauen, ob da noch eine Sequenz kommt. Nein, da kommt nämlich keine Sequenz. Okay, damit ist die dritte Mission geschafft. Ich freue mich schon auf die vierte Mission. Vielleicht bekommen wir Talia dann endlich wieder zurück. Ich bin total gespannt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Dungeons 4 in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.